Jetzt sind wir wohl noch mit God of War für die PlayStation 3. Naja, ups. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Da hinten sind Truhen. Und? Königsfeder? Noch eine und dann haben wir wieder mehr. Und? Mehr Leben. Okay. Also brauchen wir nur noch 5 und dann war's das. Kann ich hier irgendwie was kaputt machen? Nee. Heute ist schon wieder angefangen und es ist ein bisschen zu laut. Ja. Nur ein Feigling versteckt sich, Orkos! Du weißt, ich gehöre zu den Furien, die deinen Bund schmiedeten. Du würdest mich töten, bevor ich nur einen Ton sage. Dann sag mir, was hat dich dazu gebracht, die Deinen zu verraten? Das warst du. Das Unrecht deines Eides ließ mich zweifeln. Ist es möglich, dass du trotz all deines Leids noch immer nicht begreifst, warum du erwählt wurdest? Warum Ares dich brauchte? Warum er dich noch immer braucht? Was meinst du? Oh, Kratos. Der Gott des Krieges plant dies schon seit Jahren. Ich bin der Spross des Kriegsgottes und der Furienkönigin. Aus Zorn und Wahnsinn hoffte Ares, den perfekten Krieger zu zeugen. Doch ich war eine Enttäuschung für ihn. Meine Mütter haben mich verschont. Sie machten mich damals zum Eidhüter. Obwohl meine Bürde schwer war, war ich entschlossen, jenen zu dienen, die mich angeblich liebten. Doch du warst es, Kratos. Es war die letzte Pflicht deines Bundes, die mich an den Taten meiner Familie zweifeln ließ. Ich suchte Rat bei Aletheia. Sie war es, die mir Ares' Plan verriet, Zeus zu stürzen. Doch er brauchte den perfekten Krieger. Ares formte dich, um die Grundmauern des Olymps einzureißen. Ares, vernichte meine Feinde! Und mein Leben ist dein! Um dich allein ihm zu verpflichten, ersannen Ares und meine Mütter 3 Blutpflichten. Vergieße das Blut deiner Feinde. Was haben wir? Das Blut der Unschuldigen. Ja. Das Blut deiner... Die Vergangenheit ist vorbei, Orkos. Und doch willst du die Vergangenheit jetzt berichtigen. Und das tue ich ohne die Hilfe einer Furie. Och nö. Oder? Nee, 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 nee. Okay, da hoch dürfen wir nicht rein. Weil ich will mich hier noch ein bisschen weiter umgucken. Also es sah so Inka so aus, dass wir losgeschubbert sind. Oh. Hilf an die Frau,
eines Seemanns. Sehne mich nach der Rückkehr zu dir und unserem Sohn. Seit dem Angriff und der Zerstörung des Aquädukts ist es schwer geworden, sicher nach Kira zu gelangen. Ich hoffe, es geht euch gut. Okay, das ist das Schiff, wo ich rein muss. Ich will mich hier zuerst unten. War hier eigentlich? Nee. Der Hafenmeister von Kira. Als Gefangener von der Insel der blutdürstigen Lästrigonen führt diese Zahmriese wertige Schiffe in der Bucht des Hafens von Kira hin und her. Okay. Sonst ist hier nichts. Haben wir? Da lang sind wir auch schon gelaufen. Da haben wir auch die Kisten. Hier auf dem Schiffchen war, glaube ich, nichts. Nee. So. Dann gehen wir gleich hier rauf. Aber ich will zuerst aufleveln. Knapp 5000. 3000. 5000. Dann gucken wir uns noch mal das Filmchen an. Nur ein Feigling versteckt sich, Orkos. Du weißt, ich gehöre zu den Furien, die deinen Bund schmiedeten. Du würdest mich töten, bevor ich nur einen Ton sage. Dann sag mir, was hat dich dazu gebracht, die Deinen zu verraten? Das warst du. Das Unrecht deines Eides ließ mich zweifeln. Ist es möglich, dass du trotz all deines Leids noch immer nicht begreifst, warum du erwählt wurdest? Warum Ares dich brauchte? Warum er dich noch immer braucht? Was meinst du? O Kratos. Der Gott des Krieges plant dies schon seit Jahren. Ich bin der Spross des Kriegsgottes und der Furienkönigin. Aus Zorn und Wahnsinn hoffte Ares, den perfekten Krieger zu zeugen. Doch ich war eine Enttäuschung für ihn. Meine Mütter haben mich verschont. Sie machten mich damals zum Eidhüter. Obwohl meine Bürde schwer war, war ich entschlossen, jenen zu dienen, die mich angeblich liebten. Doch du warst es, Kratos. Es war die letzte Pflicht deines Bundes, die mich an den Taten meiner Familie zweifeln ließ. Ich suchte Rat bei Aletheia. Sie war es, die mir Ares' Plan verriet, Zeus zu stürzen. Doch er brauchte den perfekten Krieger. Ares formte dich, um die Grundmauern des Olymps einzureißen. Ares, vernichte meine Feinde! Und mein Leben ist dein! Um dich allein ihm zu verpflichten, ersannen Ares und meine Mütter 3 Blutpflichten. Vergieße das Blut deiner Feinde. Das Blut der Unschuldigen.
Blut deiner... Die Vergangenheit ist vorbei, Orkos. Und doch willst du die Vergangenheit jetzt berichtigen. Und das tue ich ohne die Hilfe einer Furie. Kämpfen musste, die an seinem Verstand zehrten. Die Gedanken nun klar, wandte der Krieger seinen Zorn gegen die noch übrigen Furien und auf ihre endgültige Vernichtung. Gefängnis der Verdammten. Läuft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Droge. Und Feder. Wir kriegen wieder Magie. Aufsortung des Schreibers des Hekatoeiren. Ich versinke in ihrem Wahn. Orius trat bei der Furie Alkto gesucht. Sind die hier ihren Sohn gegenüber so herzlos? Orkos, Schmerz halt in meiner Kammer wieder. Da, 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 da. Da, 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 da.
Seit Jahren beobachte ich dich. Schon als du ein Kind warst, erkannte ich die Zeichen. Selbst der Verlust deines Bruders hat dich nicht wanken lassen. Die Tragödie hat dich nur gestärkt. Du hast dein Können gestellt. Und jetzt, Kratos, hast du die Größe erreicht, die in dir steckte. Du hast ehrenvoll gedient. Du hast uns Ruhm gebracht. Und heute hast du deinen Platz unter uns verdient, als größter General, den Sparta je gesehen hat. So, es gibt also etwas, das du mehr liebst als Ehrgeiz. Tja. Da. Mach ich eigentlich durch? Ja, der Sammelland ist so geil. So grün.
Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Was ist das? Widerlich. So. So. Das war falsch. Aber wenn wir den mitnehmen. Hier runterfallen lassen. Dann hätten wir den einen nicht kühlen lassen. Zweite Auge. Ausstattung des Schreibers des Iktakatoiaichen. Der Zorn der Schwester ist grausam. Sie suchten einen Krieger mit weißer Haut. Die Frust des armen Ares muss zu ihren Meister zurück. Der Eid muss eingehalten werden. Warte mal.
ausklingen. 3000? Will ich. Das muss ich unbedingt aufschreiben. Aufschreiben. Muss es aufschreiben. Muss aufschreiben. Du bist der Spartaner, von dem Orkos gesprochen hat, nicht wahr? Das muss ich unbedingt aufschreiben. Das muss ich unbedingt aufschreiben. Was weißt du über den Eidhüter? Ich weiß, dass er für seine Taten bezahlt hat. Es heißt, er war der erste Gezeichnete. Auch seinem Vater gefiel nicht, was aus ihm wurde. Oh ja, ich war der Erste, den die Furien hierher brachten. Siehst du, ich führe hier Aufzeichnungen. Orkos wurde hier geboren. Dann wurden seine Mütter, sie waren einst gerecht, hart, aber gerecht. Hatte etwas zu tun mit Ares, glaube ich. Wie sie ihn behandelt haben. Oh, ihren eigenen Sohn. Das ist kein Grund, die Familie zu verraten. Die seinen betrogen? Klingt bekannt, nicht wahr? Aber er tat es wegen dir. Ich habe ihn nicht um Hilfe gebeten. Aber du hast sie trotzdem bekommen. Nicht wahr, Spartaner? Das wird meine Aufzeichnung herrlich ergänzen. Der Schreiber ist Babler. Er wurde einst. Was? Er war der erste Sterbliche, den die Furien für das Brechen eines Bluteids eingesperrten. Um den Verstand nicht ganz zu verlieren, schreibt er akribisch alles auf über die Schwestern und ihre Pläne. Schon geil. Die ist schon cool. Moin. Na, 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 na.
Auftrag unseres Schreibers, bla bla. Orkus, entkommen. Er hat vor, seine Mütter zu verraten. Er kam vor Tagesanbruch zu mir und er sagte: Vor den Augen des Orakels gibt es kein Erdringen. Ihre Blicke brennen voller Wahrheit. Okay. Da bist du. Wenn weder die Freuden des Fleisches noch der Ruhm dich zu uns zurückbringen, dann bleibt nur eines. Spielzeug besitzt. Es ist dein Herz, das dich verraten wird. Kratos wusste, dass er nahe war. Nahe der Zeit, in der Illusionen keine Macht mehr über ihn hätten. Nahe dem Sieg über die Furien. Und endlich auch nahe der Freiheit, die er sich so ersehnte. Vor 2 Wochen. Je früher wir an Delos vorbei sind, desto besser für uns. Das heißt, er sei verflucht. Könnten wir Delos nur südlich umsegeln? Es heißt, der große Archimedes habe diese Statue für Apollo erbaut. Warum halten wir an dieser verfluchten Insel? Erst fort. Verlassen wir diese Hölleninsel. Schnell, bevor der Fluch uns befällt! So. Oh. Aber ich würde sagen, hier ist es wirklich ein perfektes Timing, um aufzuhören. Also ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und morgen geht's weiter. Also, bis morgen. Tschüss. Unser Support ist gemordet. Daumen hoch, kommt runterlassen und... Tschüssi!